Wir gehen zum NDR, Herr Grill. Guten Morgen. Ich habe eine Frage zu den Impfzentren. Mehrere wissenschaftliche Fachgesellschaften haben ja kritisiert, dass die Daten der Geimpften dort nicht an die Krankenkassen übermittelt werden. Das heißt, so wie das Modell jetzt konstruiert ist, gibt es keine Möglichkeit, zum Beispiel seltene und schwere Nebenwirkungen in den Routinedaten zu entdecken. Finden Sie das richtig, diese Daten zu erheben, indem zum Beispiel die Versicherten ihre Versichertenkarte beim Impfen einlesen? Also der entscheidende, es gibt zwei Gründe oder mehrere, aber ich sage Ihnen die zwei wichtigsten Gründe aus meiner Wahrnehmung, warum wir Impfzentren benötigen. Der eine Punkt ist der, es ist natürlich logistisch und da muss jeder einfach mal in Ruhe drüber nachdenken. Es ist logistisch natürlich eine riesige Aufgabe, wenn wir 10, 20, 30 Millionen Menschen impfen wollen, kontrolliert impfen wollen, nach einem bestimmten Bestellsystem impfen wollen. Das kann man nur in Zentren schaffen. Das ist momentan gar nicht anders möglich. Wenn wir einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung geimpft haben, dann wird das sicher auch in Arztpraxen möglich sein. Der zweite Punkt, warum wir aber gerade Impfzentren brauchen, ist genau der, den Sie nennen. Wir wollen nämlich die Nebenwirkungen so gut wie möglich monitoren. Und dafür sind die Daten, die wir über die Krankenkassen bekommen, deutlich zu langsam. Wir brauchen die Daten sofort. Das heißt also, es werden dort entsprechende Systeme etabliert. Auch das Robert-Koch-Institut selber ist involviert in die Etablierung einer bestimmten Software, wo diese Dinge genau gemonitort werden, nachuntersucht werden und dann eben direkt zentral erfasst werden können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir beschreiben, nicht nur die Schutzwirkung dieser Impfung, sondern die Nebenwirkung. Und wir dürfen uns auch über eines, müssen wir uns auch klar sein. In Deutschland sterben ja im Schnitt so rund 2700 Menschen jeden Tag. Das ist die normale Todesrate. In Deutschland sterben im Jahr so circa 900.000 Menschen. Und das heißt also, es wird unter anderem ja auch vorkommen, das ist einfach mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit verbunden, dass auch Menschen zeitlich im Zusammenhang mit der Impfung versterben werden. Und dann ist es natürlich extrem wichtig herauszufinden, ob der Grund die Impfung war oder eben eine andere zugrunde liegende Krankheit. Denn wir werden ja auch am Anfang gerade die Hochrisikogruppen impfen. Und das sind ja gerade auch die alten und hochaltrigen Menschen, die ja natürlich ebenfalls ein höheres Risiko haben zu versterben, ganz einfach, weil sie schon ein hohes Alter erreicht haben. Und genau deshalb brauchen wir Impfzentren und eine zentrale Erfassung von den Nebenwirkungen.